Frau bemerkt dieses Leuchten in der schmalen Gestalt seines Gegenübers. Marie blickt schnell auf das wie aus Verzweiflung oder Wildheit zerraufte Haar, senkt die Augen auf das träumerische Gesicht. Ein paar Atemzüge lang stehen sie so, die Hände in den Taschen, etwas hält sie auf. Es gibt einen Eingang auf der anderen Seite, sagt der junge Mann, nachdem er sich die Worte im Kopf zurechtgelegt hat. Kommst du mit? Marie horcht auf seinen Akzent, schweigt für einen Augenblick, dann nickt sie. Ich komme mit. Sie wägt alle für und wieder ab, die sie sich angelesen hat, schätzt, dass ihre Chancen 50-50 stehen, setzt lachend nach. Ordentlich kochen kann ich aber nicht. Bertrand stutzt, überlegt, ob er sie richtig verstanden hat, sagt dann, es gibt ein gutes Gasthaus hier. Er lächelt und macht eine Bewegung in Richtung ihrer Hand. Und die Sonnenanbeterin muss ich dir zeigen. Sie könnte deine Schwester sein.
Mm-hmm. 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 Mm-hmm.